Ich muss euch unbedingt berichten, was die 17-jährige Freundin meines Sohnes heute in der Schule erlebt hat. Seit Montag hat sie wieder Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssen außerhalb des Klasseraums Masken tragen. Da sie heute leider aufgrund der Verspätung ihres Busses nicht rechtzeitig in der Schule war und, weil sie Ärger befürchtete, sie war gestern schon etwas spät und deshalb gab es abends einen Anruf bei den Eltern, rannte sie mit Maske auf Mund und Nase in den dritten Stock, wo sie dann unter akuter Atemnot litt und ihr schwarz vor Augen wurde. Eine andere Schülerin fing sie auf und legte sie auf den Boden und riss ihr die Maske vom Gesicht. Daraufhin kam die Lehrerin angerannt, die das Mädchen anschrie, sie solle sofort die Maske wieder aufziehen und gefälligst den Sicherheitsabstand einhalten. Keine Frage nach Befinden, ob Hilfe notwendig sei, nichts. Als das Mädchen erklären wollte, dass ihr schlecht sei und sie ja nicht aus reinem Spaß nach Luft schnappend auf dem Boden liegen würde, wurde ihr der Mund verboten und gesagt, dass das nicht interessieren würde. Es gäbe ja Regeln, die eingehalten werden müssten. Basta. Und weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hatte, bekam sie letztendlich noch einen Eintrag ins Klassenbuch. Mir fehlen da die Worte. Ich hatte trotz eigener widersprechenden Erfahrungen immer noch irgendwie die Hoffnung, dass Lehrer die Pflicht haben, die körperliche Unversehrtheit der Schüler sicherzustellen. Aber die Diktatur ist wohl auch im Klassenzimmer angekommen. Schöne neue Welt.